werde Sie heute einladen, mit mir einen kleinen Verwandtschaftsbesuch zu machen. Einen Verwandtschaftsbesuch einer Psycholinguistin in der Pädagogik. Ich habe mir das so ausgedacht, dass ich Ihnen einfach pädagogische Schlagworte, wichtige Themen nenne und Ihnen immer anhand Ihrer eigenen Kenntnisse zeige, wie wichtig die Kenntnisse einer Pädagogin, eines Pädagogen für Sprachbildung sind. Das Wort ist sowas wie ein Korb. Das ist jetzt eine Metapher, die ich gerne wähle, aber natürlich ist jede Metapher hat auch ihre Grenzen. Aber Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, dass wir dem Kind mit dem Wort einen leeren Korb überreichen. Ja? Wir sagen, schau, da ist die Mama oder da ist der Wauwau oder da ist ein Auto, ja? Was auch immer. Das heißt, das Kind entdeckt, hey, Worte. Worte sind Werkzeuge, sind Instrumente, sind Körbe. In den Körben kann ich meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, meine Gefühle sammeln. Ich kann sie darin aufbewahren. Und, das ist das Allerpraktischste daran, ich kann austauschen. Ich kann mich mit anderen zusammensetzen, Erfahrungen teilen, mich mitteilen. Und dann können wir zusammen austauschen. Gibst du mir was von deinem Korb, gebe ich dir was von deinem Korb. Ja? Die Erzieherin hat ein Aquarium vorbereitet, Wasser drin, also dass man es gut sehen konnte, ein Glasgefäß und Gegenstände den Kindergartenkindern zur Verfügung gestellt. Und sie sollten ausprobieren, was schwimmt nicht. Es gab einen Gegenstand, da haben die Kinder behauptet, der schwimmt nicht. Und die Erzieherin hat gesagt, hä? Aber ihr habt doch gesehen, dass der da oben treibt. Der geht doch nicht unter. Nein, der schwimmt nicht. Sie waren ziemlich am Streiten. Ja? Und die Erzieherin hat sich's ausprobieren lassen, immer wieder. So, bis jemand auf die Idee gekommen ist, die Kinder zu fragen, ja, warum glaubt ihr denn, dass dieser Gegenstand nicht schwimmt? Ahnen Sie, um was für einen Gegenstand es sich gehandelt hat? Es war ein kleiner Plastikfisch. Und nachdem die Kinder gefragt wurden, ne, und die Erzieherin hat immer gezeigt, guckt, der treibt da oben, der geht nicht unter. Da ist ein Kind hergegangen und hat gesagt, wenn ein Fisch schwimmt, dann schwimmt er so. Ja? Wenn er da oben ist, dann ist er tot.